Dieser Vortrag dreht sich, wie dem Titel zu entnehmen ist, rund um das Hören, aus einer ganz besonderen Perspektive. Und sollten Sie, lieber Zuhörer, schwerhörig sein oder Probleme haben, diesem Vortrag von der Lautstärke oder Ähnlichem einfach vom Verständnis zu folgen, dann schalten Sie doch einfach die Untertitel ein, wenn Sie nicht schon eingeschaltet sind, und verfolgen Sie so den weiteren Vortrag. Bevor ich das Thema beginne und einsteige, ein paar Hinweise noch zu meiner Person. Ich arbeite von Beruf her als Medizintechnikingenieur im Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Hannovers und bin dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich HNO angestellt und arbeite mit Cochlea-Implantaten, worauf ich später auch nochmal drauf eingehen werde. Ich bin von Beruf her also kein Arzt, stelle keine Diagnosen, aber weil meine tägliche Arbeit sich eben um das Hören dreht und was man machen kann, wenn das nicht mehr so funktioniert, wie gedacht, möchte ich Sie im Folgenden auf eine kleine Hörreise einladen und mitnehmen und Ihnen ja im wahrsten Sinne des Wortes in den Ohren liegen. Leihen Sie mir dazu Ihr Ohr. Das Ohr gehört in doppelter Ausführung im Normalfall zur Grundausstattung des Menschen. Und es ist überaus aktiv. Es kann hören, es kann laufen, es kann stürzen, es kann ertauben. Bei einem Tinnitus auch großen Lärm und damit verbundenen Probleme machen. Auf unserer Hörreise werden wir neben etwas physiologischen Sightseeing Möglichkeiten und aber auch Grenzen ausgewählter medizintechnischer Mittel anschauen, rund um das Hören. Wir werden aber auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Denn wie der Titel schon zeigt, ist das Hören uns Menschen in der Absicht gegeben, einen bestimmten Zweck damit zu erfüllen, worauf wir noch im Folgenden zu sprechen kommen. Steigen Sie mit mir ein unter dem Titel Gehören und Gehorchen, ein originelles Wunderwerk. Vorsicht, wir beginnen mit einem lauten Knall. Es war der wohl lauteste je nachweisbare Knall. Eine Detonation, die mindestens 10.000 Mal so stark war wie die Hiroshima-Atombombe. Verursacht von einem gigantischen Vulkanausbruch auf der Insel Indonesien. Die Eruption im Indischen Ozean gilt nicht nur als der gewaltigste Vulkanausbruch der Neuzeit, sondern verursachte auch das lauteste nachweisbare Geräusch der Welt. Der Ausbruch des Tambora von 1815 ist der größte in der Geschichte berichtete Eruption und die Ascheniederschläge erreichten einen Radius von 1300 Kilometer und verdunkelten im Umkreis von bis zu 600 Kilometern den Himmel 2 Tage lang vollständig. Was für ein Knall muss das gewesen sein. Experten schätzen die Energiefreisetzung auf 30.000 Megatonnen TNT. Die Explosion war 1800 Kilometer weit entfernt immer noch zu hören. Bei Sumatra. Lautstärken wie diese können tödlich sein. Die Lautstärke wird auf 320 Dezibel geschätzt. Ab 200 Dezibel ist Schall tödlich. Schall in Form von guter Musik, einem schönen Konzert, eine schöne Stimme kann ein Ohrenschmaus sein. Schall kann aber auch tödlich sein. Wie wir uns an der Insel Krakatau vor Augen geführt haben. Und ich möchte Sie jetzt im Folgenden anhand von 3 Punkten durch das Thema geleiten. Wir schauen uns zum einen an das gehörige Wunderwerk. Wir sehen im zweiten dann das lauschige Hilfswerk und sehen dann im letzten auf das gehorsame Ohrwerk. Folgen Sie mir. In den ersten Punkt das gehörige Wunderwerk, Aufbau und Funktion des Ohres. In der Bibel finden wir einen zentralen Vers in den Weisheitssprüchen von Salomo. Und diesen möchte ich gerne über diesen Vortrag heften. Und der soll Ihnen quasi mitgehen als Ohrwurm, der auch nach dem Vortrag Ihnen noch im Ohr bleibt. Sprüche 20, Vers 12 sagt, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Das Hören ist ein Geschenk, es ist ein anvertrautes Gut. Es ist eine Gabe und hat damit verbunden auch eine Aufgabe. Wir Menschen haben 5 Sinne und das Hören ist mit unseren Ohren das differenzierteste von allen. Unser Hörsinn entwickelt sich bereits ab der 16. Schwangerschaftswoche im Mutterleib und ist mit der 22. Schwangerschaftswoche bereits abgeschlossen.
ob Stimmen, Umgebungsgeräusche oder Musik, Ungeborene hören so differenziert, dass sie nach der Geburt ihre Mutter an der Stimme erkennen können. Und so wurde laut einer finnischen Studie 2013 nachgewiesen und veröffentlicht, dass bereits ja, Neugeborene noch 4 Monate lang sich an die Melodie erinnern können, die man ihnen im Bauch der Mutter von außen vorgespielt hat. Das belegt indirekt, dass Musik im Mutterleib auf das kindliche Hören und auf das Gehirn einen positiven Einfluss haben kann, aber je nachdem, was man hört, auch einen negativen Einfluss haben kann. Zumal das, was da heranwächst, von Anfang an bereits ein Mensch ist. Und daran knüpft auch das Neue Testament in Lukas Kapitel 1, Vers 44. Wir lesen dort, wie Maria, die Mutter von Jesus Christus, die Schwangere Elisabeth besucht und sie grüßt. Und es heißt dann, als sie grüßt, dass das Kind im Bauch von Elisabeth vor Freude hüpft. Der Johannes der Täufer, der in ihrem Bauch war, hörte die Stimme und er freute sich. Und so lesen wir das in Lukas 1, Vers 44, denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. In der Anatomie teilt man das Ohr in 3 Bereiche. Wir haben da zum einen das Außenohr, das äußere Ohr, das Mittelohr und auch das Innenohr. Das Außenohr besteht neben der Ohrmuschel aus einem 3 bis 3,5 cm langen, leicht gekrümmten Gehörgang. Dieser Gehörgang besitzt einen Schutzmechanismus, bestehend aus Haaren und Schweiß und Talgdrüsen, über die durch ein gelbes Sekret Ohrenschmalz, man nennt das im Fachjargon Cerumen, einen beständigen Reinigungsmechanismus durchführt gegenüber Wasser, Staub und Schmutz. In der nächsten Darstellung nochmal eine etwas natürlichere Art und Weise, das Ohr zu sehen, wenn man jetzt einen Schnitt durchmachen würde. Und neben dem Außenohr finden wir auch noch das Mittelohr, das wir einmal in dieser Darstellung sehen. Das Mittelohr besteht aus dem Trommelfell, der Paukenhöhle und das hat hier dort die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel, Tube und Mastoid. Und diese Teile, die wir hier sehen, sind entscheidend für die Schallleitung und für die Schallverstärkung. Hier im Mittelohr finden auch die berühmt-berüchtigten Mittelohrentzündungen statt, die in der Regel sehr schmerzhaft sein können und zu einer Verfärbung des Trommelfells führen. Das Außenohr, das Mittelohr und jetzt noch das Innenohr. Das sehen wir in dieser Darstellung. Das Innenohr ist ein knöchriges Labyrinth. Die knöcherne Schnecke, auch Cochlea genannt, ist eine ca. 2,5 Windungen besitzende Schnecke. Die Cochlea besitzt eine kaliumreiche Flüssigkeit in diesen Windungen, die sogenannte Endolymphe oder auch Perilymphe. Und diese salzige Flüssigkeit trägt entscheidend zur Verarbeitung des Schalls bei. Hier findet das Umwandeln von mechanischer Bewegung in elektrische Bewegung statt. Diese elektrische Arbeit oder diese elektrischen Impulse werden dann über die Nervenbahn weitergegeben an das Gehirn, sodass wir im Gehirn das, was wir hören, dekodieren und dann auch verstehen können. An das Innenohr angegliedert befindet sich auch das Gleichgewichtsorgan, was so ein paar Schlaufen über dieser Schnecke hier einmal dargestellt hat, das vestibulares Organ, das dafür zuständig ist, dass wir linear und trebisch Beschleunigungen vernehmen und so mit verbunden uns auch aufrecht halten können. Und wenn das nicht mehr so gut funktioniert, kann es eben zu Schwindeln kommen. Und wir sehen, dass man manchmal Mittelohrprobleme oder Schwierigkeit begleitet bekommen kann, auch mit Schwindel, weil das direkt an der Cochlea dran ist und so in direkter Nähe sich befindet. Der Cochlea müssen wir uns jetzt nochmal ein Stückchen näher zuwenden in dem folgenden Bild. Die Cochlea ist entscheidend für das Hören. Die Cochlea besitzt eine sogenannte Basilarmembran. Das ist das, was wir an dieser Stelle finden, wo sich die Flüssigkeit auch befindet, was hier einmal so blau oder türkis dargestellt ist. Und auf dieser Basilarmembran finden wir unterschiedliche Orte, wo unterschiedliche Frequenzen abgebildet werden. Das heißt, wenn jetzt der Schall kommt, die Luftteilchen bewegen sich,
geht in das Ohr hinein, auf das Trommelfell drauf. Das Trommelfell wandelt diesen Schall eben über diese Gehörknöchelchen so um, dass sie direkt auf die Cochlea treffen und dann entsprechend der Steigbügel das in die Cochlea durch Impulse eingibt. Die Flüssigkeit, die in der Cochlea ist, kommt in Bewegung und dadurch entstehen Wanderwellen. Und diese Wanderwellen, die führen dazu, dass an bestimmten Orten ein Maximum der Wanderwellen entstehen und dann entsprechend die Frequenzen, dort wo das Maximum ist, auch angeregt werden, sodass wir die entsprechenden Töne auch hören können. Man spricht in der Medizin auch oder in der Audiologie von Tonotopie. Das heißt, dass an einem bestimmten Ort eine bestimmte Frequenz sich befindet. Tonotop heißt, dass die Frequenzen an einem bestimmten Ort sind und wir vom Gehirn her aus das so verarbeiten können, dass wir das als hoch oder tief wahrnehmen. In der Regel zur Spitze hin von der Schnecke sind die tiefen Töne und unten an Basal, sagt man auch, sind dann die hohen Töne zu finden. Durch mechanische Bewegung, die durch Trommelfell und die Gehörknöchelchen entstehen, wird über das runde Fenster an der Cochlea die Bewegung ausgelöst und wie schon gesagt, die Wanderwelle sorgt für diesen elektrischen Impuls, der an das Gehirn weitergegeben wird. Und das ist insofern auch nochmal spannend, diese Auslenkung, die wir dann an dieser Stelle erreichen, das sind feine Sinnesherrchen. Diese Auslenkung dieser Sinnesherrchen, das sind die sogenannten Sterozilien. Und diese Sterozilien sind ca. 1 bis 2 Mikrometer lang und 0,1 Mikrometer breit. Und die sind sehr fein und können deshalb auch sehr schnell kaputt gehen bei zu lauter Schalleinwirkung. Diese feinen Sinneshärchen führen einen komplexen biochemischen Austausch von Ionen aus, wodurch ein Aktionspotenzial entsteht. Ein Aktionspotenzial ist eine elektrische Reizantwort, die die Information über den Hörnerven an das Gehirn weitergibt. Und das möchten wir jetzt im Folgenden noch mit ein paar Videosequenzen uns anschauen. Unsere Ohren sind pausenlos aktiv. Sie fangen Schallwellen auf und wandeln sie in Informationen um, die das Gehirn zum Beispiel als Musik oder Sprache interpretiert. Schall ist das Resultat langsam oder schnell vibrierender Druckwellen. Langsame Vibrationen erzeugen Tiefe, schnelle Vibrationen hohe Töne. Das Außenohr fängt den Schall auf und leitet ihn in den Gehörgang. Er bringt das Trommelfell im Mittelohr zum Schwingen. Dadurch wird die Kette von Gehörknöchelchen, bestehend aus Hammer, Amboss und Steigbügel, in entsprechende Vibrationen versetzt. Über die Gehörknöchelchen erreichen die Schwingungen des Schalls letztlich das Innenohr. Dort befindet sich die Cochlea, auch Hörschnecke genannt. Sie spielt im Hörprozess eine zentrale Rolle. In der Cochlea wird die mechanische Energie der Schallwellen in komplexe elektrische Signale umgewandelt, die wiederum über den Hörnerv zum Gehirn geleitet werden. Vereinfacht gesagt ist die Cochlea eine mit Flüssigkeit gefüllte spiralförmige Röhre. Entlang der gesamten Länge dieser Röhre befinden sich Sinneszellen, die sogenannten Haarzellen. Diese Haarzellen weisen jeweils unterschiedliche Empfindlichkeiten für unterschiedliche Tonhöhen oder Frequenzen auf. Auf diese Weise können wir die große Vielfalt unterschiedlicher Töne wahrnehmen. Entlang der gesamten Länge der Cochlea sind die Haarzellen ähnlich wie die Tasten eines Klaviers angeordnet. Am Beginn der Spirale, der Basis, werden die hohen Frequenzen verarbeitet, in der obersten Spitze, dem Apex, dagegen die tiefen Frequenzen. Die Umwandlung von mechanischen Vibrationen in elektrische Pulse ist ein komplexer Vorgang, der sich in den Haarzellen abspielt. Die in Schwingungen versetzte Flüssigkeit in der Cochlea verursacht entsprechende Bewegungen der feinen Strukturen auf der Oberfläche der Haarzellen. Diese Bewegungen erzeugen in der Zellmembran Spannungsunterschiede. Die resultierenden elektrischen Signale werden letztlich über den Hörnerv an das Gehirn weitergeleitet. Das Hörzentrum des Gehirns interpretiert diese Informationen als akustisches Ereignis, zum Beispiel als Musik oder Sprache. Die gesamte Abfolge der verschiedenen Schritte, die das Hören ermöglichen, vollzieht sich so schnell, dass wir die Ursache eines akustischen Ereignisses und das Hören üblicherweise als zeitgleich wahrnehmen, und das ständig. Je nachdem, wo in dieser Kette von Ereignissen ein Defekt auftritt, entsteht eine spezifische Form von Hörverlust.
Diese kann zu nur leichter Beeinträchtigung führen oder auch schwerwiegend sein und auch zu völligem Hörverlust führen. Man unterscheidet im Wesentlichen drei Arten von Hörverlust, abhängig davon, ob das Außen-, Mittel- oder Innenohr betroffen ist. Das nächste Video führt uns vor Augen, wie das Hören auf der Cochlea abgebildet wird. Wir stellen uns dabei vor, dass man die Cochlea problemlos ausrollen könnte und die Schallwanderwellen in der Flüssigkeit visualisieren kann. Die hohen Töne befinden sich unten in der Schnecke, die tiefen oben. Als Hörbeispiel soll die Toccata und Fuge D-Moll von Bach dienen. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick kurz in die Cochlea reinwerfen, finden wir hier nochmal eine Darstellung, wo wir nochmal die kleinen, feinen Sinneshärchen sehen. Und die Sinneshärchen, wir sehen hier die Cochlea aufgeschnitten und von dieser Windung sehen wir eben diese Öffnungen, wo sich dann in der Mitte die Haarzellen, die feinen Sinneszellen befinden. Und wir haben in der nächsten Darstellung nochmal ein Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahme und da sehen wir die Anordnung von diesen feinen Sinneshärchen, wenn sie noch in Ordnung, noch in Takt sind. Wenn wir alle unsere fünf Sinne miteinander vergleichen, müssen wir feststellen, dass das Hören der differenzierteste Sinn ist. Das Ohr ist präziser und leistungsfähiger als das Auge. Das Ohr unterscheidet zwischen 10 Oktaven und hat einen Frequenzbereich von 16 bis 20.000 Hertz. Der Gehörsinn macht es uns möglich, bis zu 400.000 Töne zu unterscheiden und sogar die Richtung, aus der sie kommt, zu erkennen. Der Hörsinn verarbeitet 50 Eindrücke pro Sekunde und damit doppelt so viel, wie das Auge es kann. Am Tag laufen ca. 20.000 Haarzellen auf Hochtour. Um sich einmal eine Größenordnung vor Augen zu stellen, beziehungsweise vor Ohren zu führen, bei einer Auslenkung eines dieses Härchen von weniger als 1 Nanometer können wir, das sind 1 mal 10 hoch minus 9, können wir bereits eine Wahrnehmung eines Tones vernehmen. Das ist enorm. 1 Nanometer Auslenkung führt schon zur Wahrnehmung eines Tones. Und wir finden in der nächsten Darstellung eine Skizze bzw. eine Grafik vor Augen geführt. Und da finden wir unterschiedliche, einmal den Mensch selber mit seinen 16 bis 20.000 Hertz Hörvermögen vom Spektrum, Frequenzspektrum, aber dann auch die einzelnen Tiere, wie zum Beispiel den Hund, die Katze oder auch die Fledermaus oder auch Fische. Und wir sehen, was für feine Auflösungen die Tiere teilweise haben, in was für einen hochauflösenden Bereich die hineingehen, was man vor allem bei den Walen auch sehen kann. Vom gehörigen Wunderwerk, was wirklich ein Wunderwerk ist, wenn man das näher studiert, ist faszinierend, wenden wir uns jetzt dem zu, was Hilfen sind, wenn das Hörwerk nicht mehr so funktioniert, wie es sollte. Von dem gehörigen Wunderwerk wenden wir uns zu dem lauschigen Hilfswerk und kommen damit zum zweiten Punkt. Unser Ohr ist sehr sensibel. Jeder Teil des Ohres kann beschädigt werden. Am häufigsten jedoch werden Schäden im Innenohr berichtet. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hören können. Das merkt man häufig dann erst, wenn es zu spät ist, wenn man älter wird, wenn das Hören plötzlich nachlässt. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 600 Kinder gehörlos geboren. Wer nicht hören kann, lernt auch nicht sprechen. In Deutschland leben ca. 83.000 taube Menschen. In Deutschland leben 16 Millionen Schwerhörige. Das muss man sich mal vor Augen und vor Ohren führen. Jeder Mensch bekommt über die Zeit irgendwann mal einen Hörverlust. Das gehört dazu mit dem Älterwerden. Das ist nun mal so, dieser
Vergleich hinkt so ein bisschen, aber es ist doch eigentlich eine interessante Analogie. Mit dem Älterwerden fallen einem die Haare aus, werden sie grau. Und so könnte man diese Analogie auch verwenden und sagen, lassen im Alter auch die feinen Sinnesherrchen nach mit der Leistung. Und ja, sie altern, sie versagen und irgendwann sterben sie auch ab. Man nennt das im Fachjargon dann die Presbyakusis. Presbyakusis heißt einfach Altersschwerhörigkeit, die einfach ab einem gewissen Alter dann auch eintreten kann. Der bekannte König Salomo sagt in Prediger 12, Vers 4, er beschreibt interessanterweise in Kapitel 12 den Alterungsprozess des Menschen in einer sehr bildhaften Sprache. Und hören Sie mal darauf, was er in Prediger 12, Vers 4 sagt. Wenn das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher, nicht durch, sondern beim, und gedämpft wird, die Töchter des Gesangs. Er beschreibt hier das Älterwerden und er sagt am Anfang, dass wenn man noch jung ist, im jungen Alter ist, noch alle Kraft, Energie hat, dann soll man Gott gedenken. Und deshalb schreibt der Prediger Salomo das Kapitel 12 und sagt, besonders an die Jugend, dass sie weise mit dem umgehen, was Gott ihnen anvertraut hat, weil eine Zeit kommen wird, die ihnen nicht mehr gefällt, wo der Körper gebrechlich wird und wo manche Gabe und mancher Sinn auch schwerfälliger und auch nachlassen kann. Eine Analogie für dieses Hören bzw. dieser Haarzellen ist eigentlich eine bessere und zutreffendere Analogie als das mit den Haaren, was ich vorhin genannt habe, nämlich die Analogie des Getreidefeldes. Wir müssen uns vorstellen, das Getreidefeld, was wir hier sehen, wir sehen das richtig, auch wenn sich das jetzt nicht bewegt, der Wind bläst darüber und das Getreidefeld kommt in Bewegung. Und genau das geschieht auch, wenn wir hören. Dann kommt das über das Ohr hinein, die Flüssigkeit kommt in Bewegung und die Härchen, die sich in der Flüssigkeit befinden, bewegen sich entsprechend dem Klang, der aufkommt. Was passiert aber, wenn jetzt ein Sturm kommt? Was passiert, wenn ein Sturm so stark kommt, dass das Getreidefeld umknickt? Genau das passiert bei einem sogenannten Knalltrauma. Da können diese Härchen umknicken, sie können sich wieder aufrichten, aber manchmal auch bleiben sie liegen, deshalb bleibt ein bleibendes Trauma. Und wir sehen hier nochmal so eine Darstellung, wie das ist, wenn Härchen nicht mehr funktionieren, dann liegen die einfach so rum, nicht mehr so ausgestreckt nach oben. Oder nochmal eine andere Darstellung, im nächsten Bild sehen wir zur linken Seite einmal die gesunden, intakten Haarzellen und dann zu rechten die defekten Haarzellen, die so abgestorben sind, dass sie teilweise auch schon nicht mehr dort sind, wo sie hätten sein sollen. Im nächsten finden wir noch ein Video, was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, das insofern recht interessant ist, weil man dort ein Härchen genommen hat und das quasi durch elektrischen Impuls stimuliert hat und sich sozusagen bewegt. Schauen Sie sich das einfach mal an, wie das im Musikrhythmus tanzt. Und so müssen wir uns auch das Hören in unserem Ohr vorstellen, wenn wir Musik hören. Für das, was im Folgenden jetzt noch kommt, möchte ich Sie in meinen Fachbereich reinnehmen, der Medizintechnik bzw. der Untergruppierung der Audiologie. Ich arbeite mit tauben Patienten im Deutschen Hörzentrum Hannover und dort mit Cochlea-Implantat-Patienten. Ich werde gleich das noch etwas näher darlegen, was genau das ist. Das sind Patienten, die neu das Hören lernen, die so gut wie taub sind, wo Hörgeräte auch nichts mehr hilft. Und wenn wir jetzt über hörgeschädigte Personen sprechen, vielleicht sind Sie es selber auch schon, vielleicht kennen Sie aber auch jemanden, der hörgeschädigt ist, im Familien-, im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis. Und dann merkt man doch auch, dass das im Alltag, wenn man nicht eine Lösung findet, zu enormen Problemen werden kann. Bevor ich fortfahre und Ihnen ein bisschen diese lauschigen Hörhilfen vor Augen führen möchte, möchte ich Ihnen zwei Persönlichkeiten vorstellen, die Sie kennen, die auch unter diese Rubrik der Schwerhörigkeit fallen. Und das wird Sie vielleicht auch erstaunen. Wir haben hier zum einen Ludwig van Beethoven. Bereits mit 28 Jahren war er schwerhörig. Es gab damals nicht so etwas wie Hörgeräte, wie wir heute haben. Und der bekannte Komponist und Pianist der Wiener Klassik war am Ende seines Lebens taub. Er hörte nicht mehr. Er verfasste trotzdem wunderbare Stücke, die er quasi taub schrieb. Aber er war einer von denen, die betroffen waren von der Schwerhörigkeit und dann auch Ertaubung. Eine weitere Person, die man vielleicht auch nicht im ersten Moment vermutet hätte, Martin Luther, der bekannte Reformator. Er hatte ja so manchen Vermerk in seiner Krankenakte. Dazu gesellte sich auch die sogenannte Morbus Meniere-Krankheit.
Er erlitt eines Tages einen schweren Schwindelanfall und linksseitig starke Ohrgeräusche, die zunächst als außerhalb, später als innerhalb des Schädels empfunden wurden. Die zunächst als großes Problem für ihn auch war. Sowohl der Schwindel als auch das Ohrgeräusch, der Tinnitus, führte dann auch zu einer starken Erschöpfung. Und diese intensiven Ohrgeräusche führten dazu, dass er einfach nicht mehr sein tägliches Geschäft so ausrichten konnte, wie er wollte. Im Laufe der Zeit trat bei ihm auch dann immer mehr eine Schwerhörigkeit auf. Und dieses Geschehen wird heute als Meniere, als Morbus Meniere-Krankheit klassifiziert, diese typische Trias des Drehschwindels, Ohrgeräusche und der Schwerhörigkeit, Morbus Meniere. So befällt Luther in der folgenden Jahre immer wieder dieser Schwindel und diese Geräusche, sodass er teilweise auch nicht mehr groß schreiben kann, predigen kann, auch nicht mehr groß seine Vorlesungen halten kann. Und so wird berichtet, dass er eines Tages 1530 schrieb, dass er nicht nur mit Zahnschmerzen oder einem offenen Bein zu kämpfen hatte, sondern er sagt dann auch wochenlang, dass Sausen und Klingen in den Ohren hatte, als dass mir gleichsam ein Wind aus dem Kopf ginge. Es blies und sauste wie ein Hauptfluss, so sagte er es. Wenn wir einen kurzen Einblick jetzt in Hörschäden bekommen wollen, dann müssen wir vorher noch etwas Wichtiges verstehen. Wir müssen ein bisschen Audiologie verstehen. Und das möchte ich Ihnen jetzt anhand der sogenannten Audiometrie vor Augen führen. Audiometrie, diese Audiogramm gibt es seit 1919, gibt es die Klassifizierung, wo man einen Hörverlust dann entsprechend auch vermerkt. Und das möchte ich Ihnen einmal zeigen. Sie sehen zur linken Seite, das ist eigentlich der normale Verlauf von einem gesunden Patienten, von einem gesunden Menschen. Wir sehen zwei Darstellungen, einmal die Kreise, dann sehen Sie aber auch diese Dreiecke. Und beides aufeinander zeigt, dass sowohl die Schallleitung, also sowohl das Hören über die Luftleitung, als auch dann die Knochenleitung intakt sind und in Ordnung sind. Wenn Sie auf die rechte Seite einmal schauen, bevor ich auf die rechte Seite gehe, möchte ich nochmal kurz sagen, Sie sehen hier dargestellt die Frequenzen von tief nach hoch. Links Tieffrequenzen, rechts die hohen Frequenzen mit den hohen Zahlen. Nach unten sehen Sie dann die Lautstärke in Dezibel angegeben. Das heißt, derjenige, der untersucht wird, bekommt den Kopfhörer auf und dann werden Töne vorgespielt, die immer lauter werden. Und dann, wenn derjenige den Ton gerade so hört, soll er einen Knopf drücken, Bescheid geben. Und so setzt man quasi dann diese Punkte. Und wenn man das, wie gesagt, jetzt hier dargestellt, in diesem Bereich legt, dann ist das normal hörend. Jetzt kann es aber auch Probleme geben und das sehen wir auf der rechten Seite. Wir sehen das auf der rechten Seite, das, was wir oben dargestellt finden, ist die Knochenleitung, die ist in Ordnung. Das Innenohr ist in Ordnung, aber da sehen wir jetzt irgendwie, ja, hier sehen wir, dass die Luftleitung nicht ganz ankommt. Da kommt äußerlich was rein, aber der Patient klickt zu spät. Da stimmt irgendwas im Mittelohr nicht wahrscheinlich, weil da irgendetwas im Mittelohr nicht richtig oder zu spät reagiert und sehr wahrscheinlich eine Mittelohrproblematik ist. Ja, wir finden darüber hinaus in der nächsten Darstellung noch einen Hochtonabfall, sowohl in der Knochenleitung als auch in der Luftleitung, was letztendlich ein Hinweis darauf ist, dass in der Cochlea was nicht ganz stimmt. Und wenn wir nochmal auf die rechte Seite gucken, da sehen wir sogar eine kombinierte Schwerhörigkeit, wo also irgendwie was im Mittelohr nicht ganz stimmt, weil es eine Differenz zwischen dieser Knochenleitung etwas weiter oben und dann die Luftleitung etwas weiter unten, aber auch dieser Hochtonabfall ist und das entsprechend auch Rückschluss gibt, dass es ein Mittelohr und ein Innenohrproblem gibt. Jetzt habe ich vorhin schon kurz von diesem Knalltrauma gesprochen und eine klassische Darstellung, das auch akustisches Trauma finden wir hier, so eine Zacke, die quasi runtergeht, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass da irgendwie ein Knalltrauma war oder ein Hörverlust mit einem starken Tinnitus vielleicht auch vorliegt. Und wir sehen, dass in den hohen Frequenzen der Ton einfach nicht mehr so gut gehört wird. Und das kann sehr stark einschränken. Wenn Sie in dem folgenden Bild sich das einmal anschauen, da sehen Sie die sogenannte Sprachbanane. Die Sprachbanane zeigt, wo einzelne Buchstaben und Vokale an bestimmten Frequenzen angesiedelt werden. Und wenn wir jetzt unseren Hörverlust anschauen und merken plötzlich, dass wir in bestimmten Frequenzen nicht mehr so gut hören, dann können wir auch erkennen, dass wir bestimmte Buchstaben nicht mehr so gut hören können und deshalb nicht mehr so gut verstehen können.
Und darüber hinaus sehen Sie jetzt in diesen grünen Linien auch so die ja, Hörbeeinträchtigung, die mit dem Alter entsprechend zunimmt. Das Hören nimmt sozusagen ab, die Leistung nimmt ab und fängt bei den hohen Tönen normalerweise auch an. Wir sehen auch hier nochmal eine andere Darstellung, wo wir einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten das finden, wo das im Hochtonbereich abfällt, das Hören schwieriger wird und dann sich fortsetzen kann, je nach Genetik oder auch je nach Situation, Lebenssituation, wie viel Schall man sozusagen auch schon dem Ohr zugemutet hat. Deshalb ist ganz wichtig, dass man gut darauf achtet, seine Ohren zu schützen. Es gibt das sogenannte Lärmometer. Und das sehen wir jetzt in dieser Darstellung nochmal. Und wir finden, wo sich das Flüstern ungefähr befindet, nämlich bei knapp so 40 Dezibel. Die Hauptstraße tagsüber befindet sich so ungefähr bei 70 Dezibel. Und wir sehen bei allem, was da drüber ist, hier zum Beispiel bei 85 Dezibel, kann es zu Hörschäden kommen bei Belastung von 40 Stunden pro Woche. Die Schmerzgrenze liegt ca. bei 120 Dezibel. Und deshalb ist es gut und wichtig, darauf zu achten, seine Ohren zu schützen, die Musik nicht zu laut zu machen, nicht auf die Dauer zu viel Lärm zu haben, um das Hören nicht zu schädigen. Neben dem, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte zum Thema Tinnitus sagen. Tinnitus ist ja auch eine Hörbelastung, ein Geräusch, das man nicht äußerlich hören kann, aber das der Patient dann plötzlich auf einer oder beiden Seiten so extrem hört, dass er sich nicht mehr richtig gut konzentrieren kann auf die Gespräche. Tinnitus, das ist das Klingeln der Ohren, Tinnitus aureum sagt man dazu auch, das heißt einfach das Klingeln der Ohren und meint dieses Ohrsausen, was sich ganz unterschiedlich in einem Piepen, in einem Sinuston oder in einem Rauschen auch ausdrücken kann. Und es handelt sich dabei um einen sehr komplexen Prozess, dessen Hintergrund in der Medizin noch gar nicht so richtig erforscht ist. Es gibt zwar unterschiedliche Ansätze zur Therapie, was die Ursache des Tinnitus auch sein könnte, aber das ist einfach noch nicht so gut erforscht. Und das ist insofern schade und deshalb versucht man das auch natürlich weiter rauszufinden, weil relativ viele Menschen davon betroffen sind in Deutschland. Und eine Ursache des Tinnitus können zum Beispiel sowas wie Nackenverspannungen sein oder einfach auch ein Hörsturz, zu viel Stress oder auch zu viel emotionale Belastung. Grob gesagt sind die folgenden Dinge stets eine gute Prävention vor Tinnitus und im Falle von Tinnitus auch eine meist empfohlene ärztliche Herangehensweise. Es ist immer gut, Sport zu machen, um eine gute Durchblutung des Ohres zu haben. Genug zu trinken, eine gesunde Ernährung ist auch eine wichtige Voraussetzung, das einfach sowas nach Möglichkeit zu vermeiden. Ausreichend Schlaf zu haben. Bei einer Kombination von Tinnitus mit Schwerhörigkeit kann eine Hörgeräteversorgung tatsächlich auch eine Abhilfe schaffen. Im akuten Fall eines sehr starken Tinnitus und vor allem auch eines Hörverlustes wird meistens eine Cortisontherapie angegangen. Das muss aber der Arzt dann empfehlen, untersuchen und auch diagnostizieren. Es gibt auch sogenannte Noiser. Noiser sehen aus wie Hörgeräte. Ich zeige gleich noch ein paar Hörgeräte. Und diese Noiser werden quasi einfach auf eine spezielle Frequenz gesetzt, sodass sie den Tinnitus quasi überschatten bzw. so ausgleichen, dass er nicht so stark vorkommt. Und das trägt man dann quasi wie ein Hörgerät auch im Ohr. Bei einer dauerhaften Belastung wird darüber hinaus der Weg der sogenannten Differentialdiagnostik beschritten, bei der der Patient auf die häufigste Erkrankung bis hin zur selteneren hin untersucht wird, um Abhilfe zu schaffen. Was nun sind die lauschigen Hörhilfen, von denen ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe? Sie sehen hier einmal unterschiedliche Hörgeräte in der unterschiedlichsten Form. Die kann man in dem Ohr haben, die kann man hinter dem Ohr tragen und die werden von dem Akustiker so eingestellt, dass das zu der Hörkurve dann gut passt und dann vom Hören her einfach eine Hilfe ist. Da muss man sich am Anfang erstmal dran gewöhnen. Man muss das erstmal auch aushalten, so wie man eine Brille erstmal sich dran gewöhnen muss, muss man sich auch dran gewöhnen, dann etwas hinter dem Ohr zu tragen. Aber das kann wirklich eine große Hilfe und Entlastung auch sein. Gott sei Dank für die Technik. Das kann man zwar nicht immer sagen, Technik ist natürlich auch anfällig, aber wenn es um das verschlechterte Hören geht und eben dieses Nachlassen des Sinnes und man eine Lösung hat, dann ist es doch wunderbar, wenn man auch technische Mittel zur Verfügung haben kann, worüber man Gott wirklich auch danken kann. Über die Mittel und Möglichkeiten, die es gibt. Hörgeräte werden in der Regel bei einem Hörverlust ab ca. 30 Dezibel eingesetzt. Sie sehen hier so eine grobe Angabe, wenn man im Einsilber-Sprachverstehen
schlechter oder gleich 80% ist und beim Audiogramm zwischen 0,5 und 4 kHz mindestens zwei Frequenzen hat, die eben schlechter oder gleich 30 Dezibel Hörverlust sind. Wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, in den Folien vorher haben Sie ja gesehen, wie das Audiogramm ungefähr gestrickt ist. Und so kann man das mit vergleichen. Aber ganz wichtig ist, dass der Akustiker und der HNO die Empfehlung an dieser Stelle gibt. Und mit dem muss das auch besprochen werden. Neben den Hörgeräten möchte ich Sie aber noch einen Schritt weiterführen. Und zwar gibt es das Mittelohrimplantat, das zum Beispiel so aussieht. Das heißt, wenn zwischen Knochenleitung und Luftleitung, das heißt, wenn man bei den Kopfhörern hier das quasi direkt an den Knochen ansetzt und etwas abspielt, man besser hört, als wenn man das über Schall sozusagen über das Ohr gibt. Das ist ein Hinweis darauf, dass was im Mittelohr nicht funktioniert. Und genau das finden wir in dieser Darstellung, ein Mittelohrimplantat, was dann sozusagen diese Gehörknöchelchenkette, weil diese wahrscheinlich dann ein Problem ist, überbrückt werden kann, um dann das Hören zu verbessern. Das, was wir uns aber jetzt nochmal im Weiteren anschauen möchten, ist das Cochlea-Implantat. Das Cochlea-Implantat ist eine elektrische Hörprothese, kommt zum Einsatz, wenn das Innenohr, die Innenohrfunktion ausfällt. Und was wir in dieser Darstellung einmal sehen, ist einfach so ein klassischer Prozessor. Das gibt es als sogenannten Single-Unit-Prozessor, wenn man das hinten oben trägt, oder das Größere, wenn das hinter dem Ohr ist und dann meistens mit so einer Spule hier eben verbunden wird. Und es ist ein ganz normales Implantat, was der Patient dann in einer Operation unter die Haut eingesetzt bekommt. Das heißt dann auch gleichzeitig eine lebenslange Nachsorge. Und um die Einstellung zu überprüfen, zu optimieren, der Situation anzupassen. Und genau dazu gibt es Ingenieure oder Audiologen, wie zum Beispiel mich, die sich darum kümmern oder teilweise auch mit klinischen Studien betreut sind, um das auch weiter voranzubringen. Das Cochlea-Implantat möchte ich in der nächsten Darstellung noch einmal etwas genauer zeigen. Sie sehen nämlich hier das eingesetzte Implantat, was unter der Haut sitzt, unter dem Ohr. Draußen sitzt dann der Prozessor am Ohr dran, das ist wie gesagt deutlich größer auch als ein Hörgerät. Und der Schall wird dann über den Prozessor aufgenommen, so verarbeitet, dass der elektrische Impuls über diese Elektrode, Achtung, an der Stelle erfolgt, wo eigentlich die feinen Haarzellen arbeiten sollten. Das heißt, die Haarzellen funktionieren nicht mehr so gut, der elektrische Impuls kann nicht mehr weitergegeben werden. Und jetzt wird genau das durch diese Elektrode ersetzt, nämlich der elektrische Impuls wird an das Gehirn weitergegeben und so kann man das Hören neu lernen. So kann man, wenn man das verloren hat, ersetzen und ein Hörgerät und ein Mittelohrimplantat nicht mehr reichen sollte. Und ganz wichtig ist, dass dazu Training gehört, logopädische Betreuung auch am Anfang, um das Hören einfach gezielt zu trainieren, je nach Hörsituation, wie lange man natürlich auch taub war. Und es ist so, dass man, wenn man das Implantat angesetzt bekommt nach der Operation, sofort eigentlich schon hören kann. Aber Achtung, noch nicht sofort verstehen kann. Das Verstehen kommt erst mit der Zeit, je nach Hörgeschichte, wie lange man vorher taub war. Und ganz wichtig, das Hören kann auch dann nur erlernt werden, wenn man schon mal gehört hat. Bei Kindern ist das anders. Wenn Kinder taub auf die Welt kommen und sie ja, in den ersten zwei Lebensjahren implantiert werden mit einem Cochlea-Implantat, dann kann das zu einem fehlerfreien Sprechen führen, weil man das Hören rechtzeitig gelernt hat, bevor die neuronalen Strukturen ausgebildet wurden. So kann das Sprechen gelernt werden. Wenn das allerdings zu spät geschieht, und wir hatten auch schon Patienten, die das mit 10 oder 12 dann sich haben implantieren lassen, weil sie einfach Geräusche hören wollten. Wir haben ihnen schon gesagt, sie werden damit nicht groß hören und nicht groß verstehen. Sie werden hören, von woher ungefähr das Geräusch kommt, aber das Verstehen, das ist ausgebildet im Gehirn, das kann man jetzt quasi so nicht mehr ermöglichen. Und so haben die das quasi zur Orientierung, von woher das Geräusch zumindest kommt oder dass da zumindest was ist, empfangen und versuchen damit den Alltag zu bewältigen. Wir sehen in der nächsten Darstellung nochmal etwas anderes, nämlich eine Kombination, und das ist nochmal so ein Spezialgebiet, Cochlea-Implantate, werden mittlerweile immer früher eingesetzt, dann auch, wenn man noch ein Stückchen Restgehör hat, gibt es eine spezielle Klassifizierung, auf die ich jetzt nicht im Näheren eingehen möchte, dann kann man an dieser Stelle auch ein sogenanntes elektrisch-akustisches Hören ermöglichen. Das heißt, wenn im Tieftonbereich noch ein Hören ermöglicht ist, der Hochtonbereich aber so schlecht ist, dass es gar nicht mehr geht, so kann man mit einer entsprechenden Elektrode und Operationstechnik ein elektrisch-akustisches Hören ermöglichen, was nochmal ein bisschen besser ist als das rein elektrische Hören im Störgeräusch. Nicht immer, meistens. Es kommt etwas auf die, wie gesagt, Anatomie auch an
Und das elektrisch-akustische Hören hat im Störgeräusch vor allem Vorteile, um nochmal besser zu differenzieren und so ein besseres Hörergebnis und Performance auch zu bekommen. Dazu muss man ein Ohrpaarstück tragen und wie gesagt den Prozessor direkt hinter dem Ohr. Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir diesen Bereich der lauschigen Hilfswerke verlassen, noch eine wichtige Anmerkung machen. Studien der John Hopkins University und übrigens auch der Medizinischen Hochschule, bei uns von MHH, der HNO, haben gezeigt, dass ab einem bestimmten Hörverlust, so er unversorgt bleibt, ein doppelt so hohes Risiko besteht, an Demenz zu erkranken. Das heißt, eine kognitive Minderung zu bekommen. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Wenn man schlechter hören kann, kann man auch nicht gut verstehen. Man muss immer wieder nachfragen. Und irgendwann gibt man es auf. Man zieht sich zurück. Man isoliert sich. Und so lässt auch die kognitive Leistungsfähigkeit nach. Deshalb ist es wichtig, bei Hörproblemen einen HNO-Arzt aufzusuchen, sich beraten zu lassen und auch ein verordnetes Hörgerät dann auch zu verwenden, um einfach die kognitive Leistung weiter zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten. Und im Übrigen sind gerade die Hörgeschädigten, die manchmal sogar auch auf das Lippenbild noch angewiesen sind, eine der mitgeschädigten Gruppen in dieser Corona-Zeit, wo man immer noch die Masken tragen muss, weil sie das Lippenbild brauchen und häufig auf Unverständnis stoßen, wenn sie dann bitten, dass man die Maske abnimmt. Auch eine dramatische Folge dieser ganzen Situation, übrigens auch des Lockdowns und alles, was damit dazugehört. Ich möchte damit nicht Angst machen mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe über Demenz, aber ich möchte darauf hinweisen, ärztlichen Rat ernst zu nehmen und an dieser Stelle das auch auszuprobieren, wenn es gewisse Hörhilfen gibt, die wirklich aus ihrer Situation oder aus der ihrer Eltern oder Verwandten oder wo das auch Probleme gibt, einen Ausweg weisen können. Es lohnt sich, da zu investieren. Jetzt haben wir so manches über das Hören gesprochen, aber dieser Vortrag wäre nicht der Rede wert gewesen, wenn wir jetzt nicht noch das Hören von einer anderen Perspektive uns anschauen. Das machen wir jetzt im Folgenden unter zwei Schlagwörtern, nämlich, wie der Titel auch schon gesagt hat, das Gehören und das Gehorchen. Wo beides mal das Wort Hören irgendwie drinsteckt. Wir haben gesehen, das gehörige Wunderwerk, das lauschige Hilfswerk und wir sehen jetzt im Letzten noch das gehorsame Ohrwerk. Das gehorsame Ohrwerk. Wir lesen in der Bibel in Psalm 94, Vers 9. Gott hat das Ohr geschaffen. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen? Entgegen der Evolutionstheorie bezeugt die Bibel, dass nicht der Zufall, sondern Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und folglich auch den Menschen erschaffen hat und so sich auch das Hören erdacht hat. Gott hat sich das Hören erdacht, was wie auch das Sprechen zur Kommunikation und zur Gemeinschaft dienen soll. Ein ganz wichtiger Aspekt. Er hat darüber hinaus dem Hören ein ganz besonderer Stellenwert, eine Aufgabe in seinem Heilsplan gegeben. In der christlichen Verkündigung spielt das Hören eine sehr wichtige Rolle. Der Apostel Paulus schreibt zum Beispiel in Römerbrief Kapitel 10, er spricht hier von der guten Nachricht von Jesus Christus und sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Jetzt kommt's. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Das Hören hat einen besonderen Stellenwert. Das Hören ist der entscheidende Sinn, durch den wir Gottes Wort in unser Herz aufnehmen können. Und Gott hat die christliche Predigt dazu bestimmt, dass Menschen Gottes Wort hören, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus finden und damit verbunden ewiges Leben finden. Wenn Menschen jetzt aber nicht mehr hören können, beziehungsweise auch nicht mehr verstehen können, und wenn technische Mittel tatsächlich auch nicht mehr ausreichen, ja, was ist denn dann? Dann gibt es so etwas wie zum Beispiel die Gebärdensprache, das Lippenlesen, die Zeichensprache. Dann ist das Auge der entscheidende Sinn, wo Gottes Wort in das Herz fällt,
Aber bei der Mehrheit der Menschen ist es das Hören durch das Ohr. Und da gibt es jetzt diesen bekannten Spruch, das Ohr ist der Weg zum Herzen. Und so pflegte auch der Reformator Martin Luther, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, einmal zu sagen, ich komme mit meiner Predigt nicht weiter als bis ins Ohr. Er meint damit, wenn ich predige, wenn ich die frohe Botschaft von Jesus Christus verkündige, dann kann ich die Menschen nicht irgendwie manipulieren, sondern ich muss ihnen die Wahrheit Gottes sagen, wie es ist, in Liebe. Ich muss ihnen das sagen. Und auf der Basis der Bibel, das, was ich ihnen sage, das muss in ihrem Herzen wirken. Und das kann ich nicht machen. Das muss Gott tun. Weil Gott das Hören gewollt hat, hat es einen besonderen Platz. Und deshalb weiß er auch, wie das ist, wenn man nicht mehr hören kann. Und Gott hat das Hören gewollt. Deshalb lesen wir, als Jesus Christus im Neuen Testament als Messias auftrat und er Wunder tat, dass er, Achtung, den Tauben die Ohren geöffnet hat. Das war ein Zeichen dafür, dass er der Messias war, dass das messianische Reich gekommen ist. Und so, als Johannes der Täufer, der wegen seiner Predigt ins Gefängnis gekommen war, hörte, dass Jesus so viel Wunder tat und auch selber plötzlich die Geduld verlor, ob er denn wirklich der Messias war, fragte er, ob Jesus wirklich der Messias sei. Und schauen Sie mal, was Jesus darauf sagte. Er sagte zu denen, die Johannes der Täufer aus dem Gefängnis sandte, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Als Jesus auf der Erde war, heilte er Menschen, er heilte die Tauben. Aber nicht nur das, die Bibel berichtet in Markus 7, Vers 31, von einer sehr interessanten Stelle. Er sagt, dass er einen Taubstummen dort heilt. Und wenn einer taubstumm ist, dann ist das was ganz Spezielles. Dann heißt es, dass der taub auf die Welt kam und deshalb nie das Reden gehört hat. Und das, was wir dort lesen, Markus 7, das stellt alle unsere heutigen wissenschaftlichen Errungenschaften und technische Möglichkeiten in den Schatten. Weil wir das heute nicht können. Wenn jemand taub geboren ist und über diese Zeit hinaus quasi herangewachsen ist, wo die neuronalen Strukturen ausgebildet sind, die kann man nicht ersetzen. Das Sprechen wird diese Person nicht mehr lernen können. Und in Markus 7 lesen wir davon, dass Jesus Christus einen Taubstummen heilen konnte. Und wenn ich mit solchen Personen spreche, die davon betroffen sind, dann zeigt mir das einmal unsere Grenze, unsere Unfähigkeit. Aber es erinnert mich zugleich an die Macht, die Jesus Christus hat. Die Jesus Christus als Gottes Sohn hat, dass er Taubstumme heilen kann. Die Heilung durch Jesus Christus, den Messias, von diesem Taubstumm, das war ein Schöpfungsakt. Und das zeigt uns, dass Jesus nicht einfach nur ein guter Mensch gewesen ist, ein guter Rabbi oder ein Prophet, sondern dass Jesus Christus wahrer Gott und gleichzeitig wahrer Mensch ist. Und so heilt Jesus nicht nur die Taubenmenschen, er half sogar seinen Feinden, weil er ein Retterherz für sie hat. Der Jünger Petrus wollte Jesus einmal bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane verteidigen. Und so lesen wir in Lukas 22, dass Petrus mit einem Schwert das Ohr von einem Knecht des Hohenpriesters Malchus abschlägt. Das mit dem Hören, dass mit diesem Schlag das Hören des Knechtes beeinträchtigt war, ist ja offensichtlich. Und was tut Jesus? Jesus wehrt Petrus. Jesus will nicht, dass das Reich Gottes sich mit Gewalt ausbreitet. Also rührt Jesus das Ohr von Malchus an und heilt es im Nu. Das war die Kraft, die Jesus hat. Er als Messias, er als Sohn Gottes. Und Gott hat uns heute viele medizinische Mittel und technische Möglichkeiten gegeben, zur Verfügung gestellt, um eben bei Problemen zu helfen. Aber auch wir stoßen an unsere Grenzen damit. Und das merkt man spätestens dann, wenn man im Urlaub ist und die Hörprothese, sei es das CI, das MOI oder eben das Hörgerät, plötzlich den Geist aufgibt. Man plötzlich nicht mehr hören kann und die Stille einem umgibt. Und an dieser Stelle müssen wir einer Frage Raum geben. Warum lässt es Gott zu, wenn es einen Gott gibt? Wieso lässt es Gott zu, dass es sowas wie Schwerhörigkeit gibt? Könnte er nicht alle mit einem Schnips einmal wieder gesund machen?
Er könnte doch so wie damals Jesus nochmal so ein großes Wunder tun, dass plötzlich alle geplagten, tauben Menschen wieder geheilt werden. Tja, wenn Gott wirklich existiert, so fragen viele Menschen. Wir müssen aber in dieser Frage eigentlich noch mal ein Stückchen weitergehen. Warum lässt Gott überhaupt Krankheiten, Missbildungen, Tumore oder den Tod zu? Der menschliche Zerfall des Körpers benötigt keinen naturwissenschaftlichen Nachweis. Es ist allen Menschen bekannt, dass der menschliche Körper vergänglich ist. Ob da einer mit 25 Jahren durch einen Autounfall stirbt oder jemand im satten Alter von 80 bis 90 Jahren an einem Herzinfarkt umkommt, das stellt beide Personen vor ein und dieselbe Tatsache, nämlich die Unausweichlichkeit des Todes. Dabei sagt die Bibel, dass das nicht von Anfang an immer so war. Dass es Tod und Krankheit und auch Hörprobleme am Anfang nicht gegeben hat. Die Bibel sagt, dass als Gott den Menschen erschaffen hat, alles perfekt war. Da gab es keinen Tinnitus, keine Schwerhörigkeit. Da gab es keine Schwindelanfälle. Das war so bis zu dem Moment, wo der Mensch sich entschloss, von seinem Schöpfer loszureißen und ihm den Rücken zuzukehren und ihm nicht mehr zu gehorchen. Er wollte nicht mehr auf Gott hören und riss sich von der Gemeinschaft mit ihm los. Und durch diese rebellische Haltung, die die Bibel Sünde nennt, kam der Zerfall in die Welt. Kam all das Böse, was wir heute sehen oder hören, in die Welt, einschließlich des Todes. Die Bibel spricht von der ausnahmslosen Verdorbenheit des Menschen, der von seinem Schöpfer nichts mehr wissen will und ihm nicht gehorchen möchte. Und diese Bosheit offenbart sich dann in den unterschiedlichsten Dingen, wie Mord, Hass, Ehebruch, Lüge. Aber das alles hat seinen Ursprung in ein einziger Quelle. Markus 7 nennt uns das. Und in Markus 7 lesen wir, wie Jesus einmal diese Quelle benennt. Und er sagt, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerungen, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse, sagt Jesus, kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das böse Herz des Menschen hat Auswirkungen auf unser Hören. Und hier meine ich jetzt nicht die physischen Ohren, sondern das innere Ohr des Menschen. Dass Gott nicht hören und nicht, dass Gott auch nicht mehr gehorchen will. So schreibt der Apostel Paulus einmal zu seinem Mitarbeiter Timotheus. Und er spricht von einer Zeit, die kommen wird, wo Menschen ihre Ohren nur noch zu dem hinlenken werden, was ihnen gefällt, wo sie, wie er hier sagt, empfindliche Ohren haben werden. Wörtlich steht hier, dass sie ihre Ohren dorthin wenden, wonach sich ihnen die Ohren kitzelt und entsprechend von dem anderen abwenden. Und damit meint Paulus, dass die Menschen ihr Ohr weg von Gottes Wahrheit, von Gottes Wort und von seinem Anspruch auch wenden. Aber das Eigentliche kommt erst noch, als Gott das Volk Israel durch den Propheten Jeremia einmal wegen Ungehorsam zurechtweisen muss, spricht er von unbeschnittenen Ohren. Das lesen wir in Jeremia Kapitel 6. Und dort sagt der Prophet, zu wem soll ich reden, wem Zeugnis ablegen, dass sie darauf hören? Siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten, sie können nicht darauf achten. Siehe, das Wort des Herrn ist ihnen zum Hohn geworden. Sie haben keine Lust daran. Die Beschneidung, das Beschnittensein, war nach alttestamentlichen Ritus ein äußeres Bundeszeichen für alle Männer, also ein Teil von Gottes Volk, zu sein. Und Unbeschnittene durften nicht am jüdischen Gottesdienst teilnehmen. Gott legte Israel im Alten Testament allerdings immer wieder da, dass die äußere Beschneidung auf eine innere abzielt. Das äußerliche Zeichen verlangt nach einem innerlichen Vorgang. Und Gott wollte die Beschneidung der Herzen der Israeliten. Das heißt, dass Israel ihm von Herzen nachfolgt, anstatt anderen Götzen. Und dass Israel seinen tödlichen Egoismus aus seinem Herzen entfernen lässt, um dem lebendigen Gott zu dienen, ihm zu gehorchen und ihn zu lieben. Aber bei Jeremia lesen wir von unbeschnittenen Ohren. Man kann also gesunde Ohren äußerlich haben
hören und doch unbeschnittene Ohren haben und taub sein. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, wenn jemand nicht gehorchen will, dann verschließt er seine Ohren. Er hört vielleicht, aber er will nicht auf das Gehörte hören. Er will nicht gehorchen. Aber dass Gott die Ohren erschaffen hat und Israel sie zum Hören und Gehorchen erhalten haben, das finden wir an unterschiedlichen Stellen genannt. Aber Israel, so sagt es der Prophet Jeremia, interessiert es einen feuchten Dreck, was Gott für einen Anspruch hat, dass sie auf ihn hören. Dabei hat Gott als Schöpfer immer wieder klar gemacht, dass er Anspruch nimmt auf ihren Gehorsam. Und das finden wir, gerade das Gehören und Gehorchen, am besten dargestellt in 5. Mose Kapitel 6, das sogenannte Schma Israel. Im Hebräischen heißt das Schma Israel, das höre Israel. Da sagt Gott, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, Sehkraft, Hörkraft, Redekraft. Genau diese Stelle nimmt Jesus auch im Neuen Testament auf und nennt es mit das höchste Gebot. Und er zitiert es nochmal und ich lese es gerne nochmal vor. Markus 12. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Ich möchte Sie fragen, wer lebt so? Wer hört so? Wer dient Gott so? Wenn wir ehrlich sind, eigentlich keiner. Kein Mensch gibt Gott, dem Schöpfer, das, was er eigentlich schuldig ist, ihm zu geben. Wenn wir ehrlich sind und die 10 Gebote uns etwas näher anschauen, die 10 Gebote sind Gottes Maßstab für uns Menschen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht lügen. Und wenn wir dann im Neuen Testament lesen, wie Jesus sagt, dass das nicht erst mit der Tat geschieht, klar, wer hat schon jemanden umgebracht? Moment, Jesus sagt, der Zorn kann das schon bewirken. Ich habe doch kein Ehebruch begangen, sagt der einer. Moment, der Gedanke allein reicht aus, sagt Jesus. Wenn wir das sehen und diesen Maßstab Gottes auf unser Leben anwenden, dann sind wir die Schlitzohren. Dann stehen wir arm da, dann fallen alle Menschen ohne Ausnahme durch bei Gottes Bestandsprüfung der Herzen. Dann passen wir gar nicht mehr zu dem Gott der Bibel, der als heiliger Gott beschrieben wird und wie die Sonne keinen dunklen Schatten der Sünde in seiner Gegenwart duldet. Und eine logische Konsequenz, wenn ich Sie damit auch mitnehmen darf, dass wir nicht in Gottes Gegenwart passen, ist, dass wir mit unserem rebellischen Herzen von Gott weggehören. Die Bibel spricht tatsächlich von einem konkreten Ort, wo uns Gottes Zorn hinweg verbannt, wenn wir in unserer gottlosen Rebellion und Gleichgültigkeit gegenüber unserem Schöpfer verharren, die Hölle. Viele Menschen haben sich über diesen Ort lustig gemacht und machen es bis zum heutigen Tag. Aber Gott macht sich nicht darüber lustig. So ernst wir Jesus in all seinen Aussagen nehmen müssen, weil er selbst beansprucht, die Wahrheit in Person zu sein, so ernst müssen wir ihn auch darin nehmen, wenn er von eben diesem Ort spricht und davor warnt, weil er nicht möchte, dass wir Menschen auf ewig verloren gehen. Genau für solche Höllenkandidaten, für solche Höllenrebellen, wie wir es eigentlich sind, die mit ihrem natürlichen Herzen Gottes Gebote mit Füßen treten, weil sie Gott hassen, ist Jesus gekommen. Für uns ist Jesus in diese Welt gekommen. Jesus ist gekommen und hat als Einziger im vollkommenen Gehorsam gelebt und Gottes Anspruch bis ins Kleinste erfüllt. Sein Gehorsam wird uns am besten im sogenannten Christus-Hymnus beschrieben, den uns Paulus einmal verfasst hat in Philipper 2. Dort lesen wir von Jesus, sondern er, Jesus, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wiewohl er Gott war, und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, und Achtung, wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus starb den unschuldigen Tod am Kreuz. Er starb den Tod eines brutalen Verbrechers, obwohl er nichts falsch gemacht hat, obwohl an ihm keine Sünde gefunden wurde, um für unsere Missetaten und Sünden zu büßen und Gottes Gerechtigkeit Genüge zu tun.
Jesus wurde dann von Gott nach 3 Tagen wieder auferweckt von den Toten. Und damit machte Gott klar, dass er das Opfer seines Sohnes am Kreuz akzeptiert hat und Christus zum Herrn gemacht hat. Und dass in dem Namen Jesus sich alle Knie einmal beugen werden, im Himmel und auf Erden. Und dass alle Zungen einmal bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Und die Frage, die ich dir an dieser Stelle stellen muss, ist: Hast du dich schon vor Jesus gebeugt? Hast du schon erkannt, dass wie es um deine unsterbliche Seele steht, wenn du einmal sterben musst und dann einmal vor dem heiligen und lebendigen Gott stehen musst? Ist Christus schon dein Retter oder ist er dein Richter? Es gibt keine dritte Möglichkeit. Anerkenne deshalb die Herrschaft Jesu Christi über deinem Leben, weil er der einzige Herr, Retter und Erlöser ist, den Gott uns verlorenen Menschen gegeben hat. Jesus war der Einzige, der bis zum Tod gehorsam war, damit unsere Ohren und unser Gehorsam aus Dankbarkeit dem lebendigen Gott gehören, damit unser taubes Herz, unsere taube Ohren wieder für sein Reden durch sein Wort geöffnet wird und wir sehen können, wer er ist, und damit wir offene Ohren, offene Augen und ein offenes Herz haben, um sein Wort zu verstehen und mit derselben Herzenshaltung so vor Gott kommen und sein Wort lesen, wie es der kleine Prophet Samuel einmal tat, wie es in 1. Samuel 3, Vers 10 heißt: Rede, denn dein Knecht hört. Wenn Sie noch nicht Frieden mit Gott haben, dann möchte ich Ihnen diesen Vers aus Römer 10 noch einmal vorlesen. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Es gibt keine Rettung jenseits von Jesus Christus. Keine eigenen Werke, nicht Mohammed, nicht Buddha. Jesus Christus allein rettet. Wir brauchen neue Ohren und das deshalb, weil wir auf Gott dann hören können, was er mit unserem Leben auch vorhat und weil er der Schöpfer des Lebens ist und deshalb am besten weiß, wie das Leben läuft und wo es auch hingeht und was er für unser Leben auch geplant hat. Und so lesen wir in Jesaja 50 eine interessante Stelle, wo noch einmal geschrieben steht: Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Hier haben wir das neue Hören, das Gott in uns schaffen will. Es ist ein Gott-Gehören und ein Gott-Gehorchen. Ein neues Hören, ein neuer Sinn für Gottes Wahrheit und Wille, unabhängig davon, wie gut wir mit unserem physischen Ohr hören können. Unser äußerlicher Mensch wird mit zunehmendem Alter gebrechlicher, trotz allen technischen Hilfsmitteln. Zu dem Hörgerät oder dem Cochlea-Implantat gesellt sich vielleicht auch mal eine neue Hüfte, der Rollator oder vielleicht sogar der Rollstuhl. Daher ist es wichtig zu verstehen, dass wenn der äußerliche Körper zerbrechlich ist und ja eines Tages vergehen wird, wir sollen technische Mittel nutzen, ja, aber sie sind begrenzt, ist es wichtig zu wissen, dass es einen innerlichen Menschen gibt. Und dass Gott inmitten aller Vergänglichkeit den Menschen, die ihm vertrauen, ein innerliches neues Wesen schenkt. Und Paulus sagt einmal im Neuen Testament in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, angesichts all der Gebrechlichkeiten, die man haben kann und Anfechtungen, die man haben kann, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Diese Verheißung gilt denen, die Vergebung von Jesus Christus empfangen haben, die zu ihm gekommen sind und ihn um Vergebung gebeten haben von ihrer Sünde. Wenn wir unser altes Leben mit all dem Sündenballast bei Jesus abgeben, bekommen wir ein neues Leben, einen neuen Sinn, sodass wir ein Verlangen danach haben, sein Wort zu hören und ein Verlangen danach haben, Gott zu gehorchen, weil Jesus unser Erlöser geworden ist. Dann hält Gott auch direkt einen Auftrag für uns bereit, denn dann möchte er uns Teil seines Hörarsenals machen. Er macht uns zu seinen Hörgeräten. Wir sollen Hörgeräte für Gott sein, seine Gehörhilfen, damit noch viele Menschen die Ohren für ihn geöffnet werden, um seine Wahrheit zu vernehmen und ihm nachzufolgen. Und genau deshalb ist es eben nicht egal, was wir mit unseren Ohren machen und was wir mit, ja, womit wir sie zudröhnen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle in Philipper 4, Vers 8, einen guten Rat. Er sagt: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf
seid bedacht. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, nutzen Sie die Gabe des Hörens, so Sie sie haben, wie Sie sie haben. Ein Spaziergang im Wald zum Beispiel mit den herrlichen Klängen abseits einer Stadt beflügelt das Herz zur Anbetung des Schöpfers, zu einer Dankbarkeit. Oder hören Sie die kostbaren Werke von Menschen wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach, die Gott so gesegnet hat mit dieser Gabe von Musik. Oder hören Sie gute Predigten, die Ihnen helfen, das Wort Gottes besser zu verstehen und auch für Ihre Alltagssituation Rat und Tat bereit halten. Brauchen Sie zum Beispiel eine Hörbibel? Sowas gibt es online zum Beispiel auch auf YouTube oder ähnlichen Stellen, wo man die Bibel auch hören kann, auch wenn man unterwegs ist. Ich habe Ihnen ein paar Hörempfehlungen unter dem Video noch aufgelistet. Können Sie sich mal bei Gelegenheit anschauen und wenn Sie wollen, Ihrem Ohr die ein oder andere Wohltat auch tun. Aber bei all dem, was Sie um die Ohren haben, gönnen Sie Ihrem Ohr auch genügend Ruhe. Machen Sie ab und an ein bisschen, mit Verlaub, Urlaub. Dieser Vortrag ist damit am Ende angekommen. Vielleicht war das ein oder andere Interessante für Sie dabei. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, einfach mal einen Kommentar drunter zu setzen. Ansonsten wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen Gottes Segen. Auf Wiedersehen.